Ja, Marcel, vielen Dank für deine oder für eure Teilnahme an diesem aktiven Projekt. Was würdest du persönlich dir denn von der Gesellschaft wünschen als Landwirt? Ja, ich würde mir als Landwirt von der Gesellschaft wünschen, dass wir für unsere Arbeit ein bisschen Anerkennung bekommen und dass es auch wertgeschätzt wird. Okay. Ihr als Landwirte oder ihr als Landwirtschaftsfamilie, ihr macht ja auch schon eine ganze Menge für die Artenvielfalt. Ihr habt ja sogar so einen Preis bekommen. Was leistet ihr denn schon außerhalb der klassischen landwirtschaftlichen Arbeit zusätzlich noch für die Artenvielfalt? Genau, ja, zum Teil. Wir haben letztes Jahr eine Blühwiese anlegen lassen von Kai Behnke. Das sind ungefähr 1500 Quadratmeter gewesen. Dann haben wir eine breit gefächerte Fruchtfolge mit Leguminosen. Diese werden ohne Pflanzenschutz angebaut und den Ertrag verfüttern wir an unsere Hühner. Unsere Lege enthalten wir im Mobilstall auf Kleegraswiesen und unsere Kartoffeln, die werden nicht mit Herbiziden gegen Unkraut behandelt, sondern das wird mechanisch und per Hand durchgeführt. Ja, Matthias, du bist ja einer der treibenden Initiatoren dieses tollen Gemeinschaftsprojektes. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft als Landwirt? Als Landwirt von der Gesellschaft? Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft die Leistung und die Arbeit der Landwirte anerkennt, die sie jetzt schon tun, was Auswirkungen hat für den Artenschutz und den Naturschutz. Also auch integriert in eine Lebensmittelproduktion kann man sehr viel Artenschutz einbinden und auch so gestalten, dass er dort ankommt, wo er nötig ist. Und das Ganze auch großflächig und so verteilt, dass wirklich ein verzweigtes Netz von in diesem Fall Wildblumenwiesen oder anderen Maßnahmen realisiert werden kann. Und das Ganze muss von der Gesellschaft so verstanden werden, als dass es nur in einer Zusammenarbeit geht und dann auch nur, wenn es entsprechend für den einzelnen Landwirt bezahlt wird. Weil ohne Einnahme können wir nicht arbeiten. Dann arbeiten wir umsonst. Und das ist in heutiger Zeit mit sehr, sehr niedrigen Preisen und einem sehr volatilen Markt ganz, ganz schwierig. Und somit muss Naturschutzleistungen für einen Landwirt eine ganz, ganz sichere Einnahmequelle werden, weil nur so kann es auf Dauer funktionieren. Ohne Insekten, ohne die kleinen Helfer kann es überhaupt nicht funktionieren. Und wenn wir dann demnächst 8 Milliarden oder noch mehr Menschen auf der Erde haben, dann werden wir irgendwann nicht satt. Das funktioniert. Ja, Margit, also du von der SPD Georgsmarienhütte hast ja gemeinsam mit Landwirten, mit dem Landwirt Matthias Huttmeier, die Initiative ergriffen für dieses tolle Projekt. Wie kam denn die Zusammenarbeit zustande? Ja, die kam zustande, weil es jährlich ein Treffen gibt an der katholischen Landvolkhochschule in Ösede, wo ich auch eingeladen war als Ratsmitglied und gemerkt habe, boah, was machen die da alle? Und ich war ziemlich angefixt, habe gedacht, ich muss mal horchen, wie hier in der hiesigen Landwirtschaft so die Lage ist und wie auch die Stimmung ist. Und wichtig ist dann, dass die Bevölkerung auch mitzieht und mitkriegt, wie teuer das Ganze ist und dass sie das eben halt auch mit unterstützen. Weil ein Landwirt kann nicht nur mal eben ein bisschen Blühwiese machen, so aus einem Hobbyvergnügen, sondern da steckt ganz viel Arbeit, da steckt ganz viel Zeit dahinter, ganz viel Geld und das muss sichtbar werden. Und die Bevölkerung, ich denke, wenn die das weiß, ist die auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und das hoffe ich, dass dabei rumkommt, dass da mehr ein Verständnis untereinander ist und dass wir miteinander zusammen hoffentlich unsere Umwelt wieder fit machen. Ein ganz besonderer Dank für die Ermöglichung dieses Projektes geht auch an die Firma Thomas Philips GmbH und Co. KG aus Bissendorf. Ohne deren Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an die SPD Georgsmarienhütte und an die Landwirte. Eine Sichtweise von hier,
Die Situation ist massiv dramatisch. Es ist hochgradig dramatisch, weil wir haben ein massives Höfesterben und das Artensterben schreitet mit 7-Meilen-Stiefeln voran. Wir müssen beide Dinge angehen gemeinsam. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und also ich persönlich bin sehr froh, dass wir heute hier mit 15.000 Quadratmetern, das ist jetzt nicht die Rettung der Welt, aber es ist auch nicht nichts, schon mal einen Anfang schaffen. Und das Projekt wird in hohem Maße vom Know-how der Landwirte profitieren. Das Know-how, das haben wir nicht als Naturschützer. Und dafür ein ganz besonderer Dank.